voranzutreiben. Ihr Kramer wäre derjenige, der den neuen Wind hereinbringt, der also, ich will es mal in Gänsefüßchen sagen, der diese Ellenbogengesellschaft hereinbringt. Wie werden Sie damit fertig? Nett, dass ich dazu was sagen darf. Entschuldigen Sie, Herr Löwenthal. Ich glaube, entweder waren Sie immer nur in den poetischen Ecken der DDR oder irgendwas haben Sie in Ihrem eigenen Land nicht gemerkt, was ich in den letzten Monaten, auch in den Monaten vor der und besonders vor dem Abriss der Mauer erlebt und gesehen habe. Und das, glaube ich, ist ein Phänomen, das wir hier auch mal begreifen müssen. Ich habe viele, auch politisch gleichdenkende Freunde reden hören. Ich glaube, ihr macht euch viel zu viel Hoffnung, wenn wir mit der DDR wieder vereinigt, politisch, wirtschaftlich, was immer. Wir werden viele Probleme bekommen. Diese Leute können nicht arbeiten. Und ich glaube, es gibt diese Ellenbogengesellschaft in der DDR schon sehr lange. Darf ich ausreden? Nicht arbeiten. Entschuldigung. Ich habe Sie verstanden. Sie sind, darf ich? Jan, das ist hier bei deutschen Arbeitgebern, bei westdeutschen Arbeitgebern öfters gesagt worden, dass die Arbeitsmoral der Zuwanderer aus dem Osten nicht die höchste ist. Das stimmt, das ist mehrmals gesagt worden, ist auch verständlich, denn meistens hat es an Material gefehlt, aber immer nur im Betrieb. Wenn da um 17 Uhr die Stechuhr gerattert hat, hat sich die DDR zu der fantastischsten Ellenbogen-Schwarzwirtschaft entwickelt, die Sie sich überhaupt nur vorstellen können. Entschuldigen Sie, das geht denn, dann, darf ich ausreden? Ja, Sie sind, natürlich. Ich bin nur der Unvernünftige hier, entschuldigen Sie. Ich wollte aus Italien dazu was berichten, weil das dann genau so. Denn plötzlich werden, plötzlich werden Häuser gebaut, plötzlich werden Dinge entwickelt, die es gar nicht gibt, mit Materialien, die es nicht gibt, die werden auf Infrastrukturen gefördert, die es gar nicht gibt. Also ich glaube, diese Ellenbogengesellschaft herrscht in der DDR viel mehr, als das uns und besonders einigen Fantasten hier der Fall ist. Manchmal sind wir darum einig, dass wir dieses schreckliche Propagandawort Ellenbogengesellschaft nun endlich mal streichen. Es wird sehr viel härter werden. Es wird eine moderne Industriegesellschaft, hat leider auch ihre inhumanen Seiten. Das ist so, das ist leider nicht zu bestreiten. Und was wir tun können, ist, mit Hilfe der sozialen Marktwirtschaft diese inhumanen Seiten so weit abzuschleifen, weiterhin abschleifen, dass der Mensch insgesamt gesehen, und das ist ja nun wohl in der DDR unfragbar, ein wesentlich besseres Lebensgefühl entwickeln kann in einem System, das einem zwar auch mehr abverlangt, aber das mir dann auch wieder mehr bietet. Und ich habe bei den Leuten, wenn man über diese Dinge redet und über die Frage, sagen wir doch besser Leistungsgesellschaft, das ist ja das richtige Wort. Die oft von der Ellenbogengesellschaft reden, das sind oft die, die zwar alles bestreiten wollen, außer ihrem eigenen Lebensunterhalt. Herr Löwenthal, wir haben wieder Zeit, ich gebe Ihnen zu, Leistungsgesellschaft, das ist richtig definiert. Er sagt nur, es gibt die schon auf einem schwarzen Arbeitsmarkt in der DDR. Denn das sind müssen uns aber auch die Häuser Partner geben, die gebaut worden sind. Das sind nur leider so wenig, dass sie direkt auffallen. Es sind aber gar nicht so wie, das ist es ja. Ich habe das genau gesagt. Also die Feierabendgesellschaft war keine Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft. Das kann ich Ihnen als einer sagen, der sich da drüben ein Haus auf diese Weise gebaut hat. Das war auch eine Mangelwirtschaft, genauso wie die vor 17 Uhr. Nur man hat im privaten Sektor wesentlich besser diese Mängel überbrücken können. Und das sind ja genau die zukünftigen Partner. Sie glauben ja gar nicht, was für ein ungeheuerlicher... Die Härte des Wettbewerbs. Das ist aber ein Wir reden wirklich von etwas anderem. Wir reden nämlich von der Frage, ob durch die Öffnung und durch das Eindringen der westdeutschen Wirtschaft in die DDR, das unvermeidlich ist mit der Öffnung, aber auch notwendig, wenn dort das Kapital hinfließen soll, ob dadurch sich das soziale Klima in der DDR verändern wird, und zwar indem es rauer wird. Und es wird rauer werden. Das muss man auch offen zugeben. Ich teile Ihre Auffassung, Herr Löwenthal, dass man nicht sagen, von uns nicht sagen kann, wir seien eine Ellbogengesellschaft. Übrigens, wenn Sie die DDR-Bewohner fragen, die in den ersten Tagen nach dem Aufgehen der Mauer hierher gekommen sind, haben die nicht uns als eine Ellbogengesellschaft erlebt. Also wir sind keine Ellbogengesellschaft. Aber es ist rauer hier, auch unsicherer. Das sogenannte Recht auf Arbeit in der DDR besteht ja darin, dass man lauter Leute beschäftigt, die man nicht braucht. Richtig. Und das sagen die Unternehmer dort drüben selbst. Richtig. Der Warzecher zum Beispiel, aus diesem Kombinat, der 7. Oktober, ein schöner Name heute unter der jetzigen Perspektive. Umbenennen den 9. November. Der hat neulich gesagt, in seinem Kombinat müsste etwa 2.000 bis 3.000 Menschen aus der Verwaltung für andere Aufgaben in der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Wir nennen das ja bei uns entlassen.
Denken Sie mal an die 85.000 hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter. Und er muss es, ja, weil wenn er sich öffnet und wettbewerbsfähig werden will, kann er die Leute nicht beschäftigen. Da sind lauter Leute, die leisten sozusagen nichts zur Produktivität. Ich will sagen, die DDR erbt natürlich dann eine Arbeitslosigkeit. Ja, ja. Es gibt Schätzungen, die aber ja, durch die Abwanderung also erbt. Was heißt erbt? Die gibt's ja, ich wollte zu jeder dieser Angst. Industriegesellschaft gibt es Arbeitslosigkeit. Ja, aber wir haben ein Netz dafür. Bei uns gibt es ein Netz für Arbeitslosigkeit. Das gibt es da drüben noch nicht. Das wird es geschaffen werden. Der glaubt das nicht. Das glaube ich echt nicht. Wissen Sie, aus einem Grund. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben in den letzten Monaten ein echtes kleines Vorwunder erlebt. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Kleinstbetriebe es in der DDR heute noch in privaten Händen gibt. Das war uns vollkommen unbekannt. Nur die sind ja durch die staatlich-gesetzlichen Auflagen limitiert auf maximal 2-3 Arbeitnehmer. Und ich sage Ihnen, natürlich haben Sie vollkommen recht, die Staatsunternehmen werden vielleicht sogar in die Millionen Arbeitnehmer freisetzen müssen, um irgendwo mal eine Wirtschaftlichkeit hervorzubringen. Aber diese kleinen Unternehmer, und das ist das Rückgrat unserer sozialen Marktwirtschaft, die werden aus dem Boden sprießen wie Pilze. Und die sind schon da und haben 40 Jahre SED überlebt. Das ist das kleine Vorwunder, auf das wir bauen.